Halt! Brech nicht ab! Brech nicht ab! Oder verliere deinen Trailer nicht. Wo bin ich? Wo bin ich? Hier. Okay, gut. Das war jetzt eine schöne Scheiße. So. Ja, schön. Auf jeden Fall. Gut. Ja, hier drin ist auch schön leise. Schön geräuschisoliert. Puh, brems mal. Schön, hier noch mit Blinker. Soweit. Wunderbar. Jetzt blinke ich mal hier. Ah, 27 Frames. Schade nur gerade. Na, ich werde mal schauen, ob ich das zur nächsten Aufnahme noch irgendwie optimieren kann. Schon relativ auslastend, obwohl eigentlich ist die Systemauslastung jetzt gerade gar nicht so hoch. So, wunderbar. Da vorne steht, sehen wir ein Volvo. Ne, war ein Renault. Sah ich gerade etwas schlecht. So, und diesmal passe ich in eine Scheißkurve. Oh, Blinker wird automatisch ausgeschaltet. Das ist aber, das ist geil. Das ist echt geil. So. Diesmal passe ich aber auf, dass ich da nicht umkippe. Geschaltet wird hier automatisch. Und ich spiele das Ganze auch mit Tastatur. Ich weiß zwar nicht, in welchem Part wir sind. So, hier mal ein bisschen langsamer fahren. Hier sind wir gerade gekippt. Das ist richtig geil auf jeden Fall, dass man jetzt hier so, ich sag mal, Fahrphysik hat. Hoffentlich passiert das jetzt nicht so oft, weil sonst wäre es auch leicht nervig. So, und ich muss ja eigentlich nicht mehr so schön viel mit Karte gucken. Oh, Schaden 4%. An was denn? An meinem LKW. Na, wo habe ich denn F8? Zeig mir an. Zeig mir den scheiß Schaden an. Ey, du Hurensohn. Ach da. Oh, Schaden 1% an der Lieferung. Das ist nicht so schön. Aber naja. Was will man da machen? Ich kann jetzt hier, glaube ich, mal ein bisschen mehr aufs Gas drücken. 60. Ach, mehr als 80 dürfen wir, glaube ich, nicht fahren. 171 Kilometer noch. Verbleibende Zeit. 2 Stunden 44 Minuten. Das ist schön. 90 hier. Uiuiui. Da halte ich mich aber gerade so dran. Jetzt fahren wir nach Innsbruck. Uiuiui, mehr als 100, glaube ich, darf ich nicht fahren mit dem LKW hier auf deutschen Straßen. 90 fahren wir hier nur. Komm, jetzt geht er runter. So, jetzt bin ich da. Scheiß! Oh, fuck! Ausfahrt! Oh, Gott sei Dank, die habe ich noch gekriegt. Ich war gerade so ins Tempolimit vertieft, aber... So, ich denke mal... T, ist T Tempomat? Oder ist er C, wie in den anderen Teilen? Ich würde gerne Tempomat einstellen. Hallo? Ja, muss jetzt mal kurz wieder gucken. Tempomat. C. Gut, C. Wie in den anderen Teilen. So, stelle ich den mal auf 90 ein. Muss ich erst nochmal ein Stückchen hier beschleunigen. KMH 83. Nee, würde ich gerne mal ändern. Nee, ich möchte ihn schon auf... Ach komm, lassen wir 87. Ist schön, jetzt muss ich nicht immer W drücken. Er behält ja seine Geschwindigkeit bei. 87 auf jeden Fall gerade. Das ist richtig geil. Also bis jetzt einwandfrei das Spiel. Es macht genauso viel Spaß wie der erste Teil bis jetzt. Und wow. Also erstmal erster Eindruck. Gut, die haben an der Physik gearbeitet. So ein Unfall wie vorhin wäre im ersten Teil nie passiert. Oder es lag einfach an meiner Fahrweise. Aber richtig gut auf jeden Fall, dass man da auch umkippt. Und ich sollte, glaube ich, mehr hier auf der Innenbahn fahren, wo LKWs normalerweise auch fahren. Es sei denn, sie überholen andere LKW, aber es ist ja weit und breit kein anderer in Sicht. So, und jetzt kann ich mich ja nochmal hier umschauen. Ja, schön. Es ist auch wesentlich detaillierter hier, das Ganze. Finde ich auf jeden Fall geil. Und ein weiterer Pluspunkt von meinen Seiten aus ist halt dieses umfangreiche Tutorial. Weil es wird einem total dieser erklärt, es wird einem auch erklärt, wie man fährt und so. Das, ja, ich muss jetzt schon einiges nachschauen, weil so an der Tastenkombination. Aber hier, da unten dieses Gerät, ich wüsste nicht, wie ich den bedienen sollte. Aber das wurde einem so geil erklärt. Und ja, ich finde das einfach bis jetzt episch. Episch einfach nur. Episch.
Ich finde das zwar etwas schade, dass ich jetzt immer so gucken muss, weil mit den F-Tasten habe ich es immer so. Ich weiß jetzt nicht so genau, wo die liegen, aber ich denke mal, können wir uns noch ranhalten. Auftragsvergütigung 3000, ja, 3000 knapp. Düngemittel bestimmt für Salzburg, Euroarkis. Oh, warte, F5. Ne, ich muss hier nicht abbiegen. Von wegen, ich muss hier nicht ab. Oh, Unfall verursacht. Ach du Scheiße. Fuck. Naja. Ich wusste jetzt gar nicht, dass es sowas auch gibt. Unfall verursacht. Ich kannte nur Unfall im ersten Teil, wo man halt wirklich einen selber in einen Unfall verwickelt war. Aber dass ich da hinten jetzt. Ist mir hinten wohl jemand reingefahren. Aber naja. Oh, cool, mit Hochbrücke auf jeden Fall. Auf jeden Fall richtig schön hier. Und gleich ins andere Land. Also Salzburg ist ja meiner Meinung nach in Österreich. Ja. Richtig schön auf jeden Fall. Ich schaue nochmal bei F8. Wird mir das irgendwo angezeigt? Ach, Tank da oben. D12 bin ich gerade vom Gang her. F5, F5. Oh, Gott sei Dank. Tank 3, kann das sein? Ich fahre gerade, Tempomat ist auf 87, ich fahre 90, das ist schön. Ach, da wird mir auch die KMH-Zahl angezeigt. Das ist natürlich richtig klasse. Das ist geil. Also, bis jetzt, einfach episch. Wird mir auch irgendwo angezeigt, wo ich, oder wie müde ich denn bin. Müsste ich mir gleich nochmal meinen ersten Part angucken. Oder den Anfang vom Part. Weiß ja nicht, in welchem Part wir gerade sind. Ich wollte jetzt nur mal kurz hier die Fahrt zu Ende machen. Und dann rendere ich das auch und lade direkt hoch, damit ihr was zu gucken habt. So schön so, ne? Gut, ja. Und gleich sind wir dann auch in Salzburg. Wir fahren hier gerade auf der A1 dahin. Also Salzburg, doch, Salzburg liegt in Österreich, oder? Ich finde das auch geil. Das ist so. Oh, ja, das wird anfangs so unscharf. Das ist richtig gut gemacht. Hier abbremsen, weil wir hier raus müssen. So, fahren wir hier jetzt mal mit 60 darunter. Ja, das ist richtig geil, dass man. Wow. Das habe ich noch nie so im ersten Teil gemerkt, dass der LKW wirklich schneller wird, wenn man von der, also von kleinen Bergen herunterfährt. Und ich meine, allein diese schöne Detailtreue. Ich spiele das jetzt mit 30 Frames und während der Aufnahme halt. Und ja, ich kann das einfach jedem empfehlen. So, müsste gleich mal schauen, weil ich habe echt noch keine Ahnung von dem Spiel hier. Ja, wie denn das so ist, wenn ich hier einschlafe. Muss ich ja auch nochmal machen. Guck mir gleich nochmal meinen ersten Teil an, sozusagen. Erster Aufenthalt in Salzburg. Ja, danke, das weiß ich. Hoffentlich war das jetzt nicht rot. Ne, der steht hier ja. Wunderbar. Und naja, wenn es für euch laggt, für mich laggt es überhaupt nicht. Könnt das ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Also. Und ihr auch eure Meinung zu Euro Truck Simulator 2. Also wenn ihr jetzt meint, es ist total scheiße und hätte die Welt nicht gebraucht, dann ja, lasst es mich mitteilen. Ich finde es auf jeden Fall ganz, ganz große Klasse. Jetzt hier so nach meinen ersten Eindrücken. Und was mich halt wirklich überrascht hat, war dieser Unfall am Anfang. Erstens über meine eigene Unfähigkeit und zweitens, dass es doch gleich so detailgetreu ist. Hätte ich nicht gedacht. Ehrlich. Aber naja, sehen wir dann ja gleich, ob wir genug Geld haben, um uns einen Truck zu kaufen. Ich denke mal nicht, wir müssen so 10 Fahrten bestimmt mal machen, damit wir so einen richtig fetten Actros kaufen können. Der hier gar nicht Actros heißt, weil Mercedes nicht eingewilligt hat. Schade, aber es wird gehofft halt, dass man im nächsten Teil dann die Lizenzen von Mercedes, Volvo, nee, ja doch, Volvo und Iveco, DAF und so halt alle bekommt. Ja, weil jetzt hat ja sogar Scania eingewilligt und ja, und MAN hat eingewilligt und ah ja, fahre auf das Betriebsgelände und finde die Entladestelle. Sie ist durch ein sich bewegend. Hey! Hey! Naja, ja, das war jetzt doof.
Oh! Geil! Ja! Ich muss nicht einparken! Oh, danke! Oh, bestes Spiel ever. Ich muss nicht einparken. Ich hasse es einparken. Ich hasse einparken. Und wow, geil. Minus 18 EP. Jetzt haben wir leider nicht ein Level abbekommen, aber ich meine, das für die erste Fahrt. Ich bin ja auch einmal umgekippt, ne? Ja, gut. Fortfahren. Laden. Geil. Oh, man muss nicht einparken. Wie episch. Oh, ich liebe das. Ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Nicht einparken. Es ist einfach so geil. Aber unsere Spedition. Dies ist deine Firmenzentrale. Wow. Es ist eine sehr schlichte Garage. Nichts Besonderes, aber immerhin ein Anfang. Leider hast du noch nichts, was du dort abstellen könntest. Deshalb kannst du hier auch keine LKWs sehen. Hast du erstmal genug Geld verdient und dir eine Zugmaschine gekauft, so wirst du dich frei bewegen können und dein Geschäft von hier aus betreiben. Viel Glück! Chewie Films Neuling, Level 0. Zurückgelegt Strecke, 201 Kilometer. Hier kannst du deinen Fortschritt sehen. Gut. Wähle deinen nächsten Auftrag. Ja, schön. Kann ich hier, ja, laden und speichern. Speichere den aktuellen Spielstand. Neuer Spielstand. Sag ich mal. Damit ich das weiß, weil ich werde das auf jeden Fall privat spielen. Nenne ich den einfach mal Let's Play. Speicherstand. Laden. Let's Play. Ja, dann bin ich hier, das ist schön. Gut, dann verabschiede ich mich und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Herzlich willkommen zurück zu Euro Truck Simulator 2. Yeah. Geil. Zweiter Auftrag jetzt. Ersten haben wir erfolgreich abgeschlossen. Ich habe gerade alles gerendert und den ersten Part auch schon hochgeladen. Und innerhalb von ein paar Minuten sau viele Klicks bekommen. Ja, 30 Stück. 8 Likes und 3 Kommentare. 2 Kommentare, einer war von mir, aber egal. Ja. Verdiene mit deiner eigenen Ausrüstung Geld für deine Firma. Lade die Fracht auf und liefere sie Wohlbekannten aus. Lass dich als Berufskraftfahrer anstellen. Was passiert eigentlich, wenn ich hier auf Fahren klicke? Du kannst nicht frei in der Welt herumfahren, weil du keinen eigenen LKW besitzt. Möchtest du einen schnellen Auftrag annehmen? Nein, ich nehme lieber den hier. Oder so einen hier. Wo bin ich denn gerade? Ich bin in Salzburg in Österreich. Ja. München, Salzburg war ich bis jetzt schon. Richtig geil. Im ersten Teil hat es ewig gedauert, bis ich dann wirklich mal... Ja, ein... wie nennt man's? Dingens bekommen habe, einen Auftrag. So. Das hier sind jetzt... Aufträge sortieren nach Preis. Ja, nehmen wir den hier. Von München nach Innsbruck. Cool. Salzburg A nach Innsbruck. Dann ist ja der letzte Auftrag richtig geil. München D, München D. Orangen? Orangen von München D nach... Ja, geil. Orangen von München nach München. So, egal. Wir wollten den Truck hier nehmen. Ist das ein DAV? Ja. Also ein DAF, Scania, Valiant, Iveco. Das hier wäre jetzt Mercedes. Ich bin ja mehr so der Mercedes-Fan. Aber komm, verzichten wir mal drauf. Nehmen wir mal hier den ersten Auftrag. So, hoffentlich fail ich jetzt nicht so wieder wie im ersten Part. Das war einfach brillant, sage ich. Brillant, brillant. So, und was ich gesehen habe, man kann sich aus dem Fenster lehnen.